furchtbaren Traum. Daran habe ich die beiden verloren. Jacques und Andrew. Oh nein, das ist ja wahr. Nein, die Wahrheit ist viel schlimmer. Das geht überhaupt nicht. Doch, glaub mir. Denn weißt du, deine Mutter hat total eng mit meinem Vater getanzt. Aber sie hatten doch keine andere Wahl. Der Direktor hat sie gezwungen. Das war rein beruflich. Das glaube ich nicht. Okay, könnten wir dann jetzt vielleicht mal das Thema wechseln? Dolores, deine Heiterkeit macht mich aggressiv. Ich freue mich einfach so sehr für Signor Alberto und Signora Rachel. Was redest du da? Ach, ist das romantisch. Es war ein ganz toller Abend. Es ist schön, mit dir zu arbeiten. Alberto. Ich hab's dir doch gesagt, du machst mich aggressiv. Seht ihr? Ich hab's schon wieder getan. Probleme nie unterschätzen. Nächste Woche machen wir fertig. Machen wir. Da ist Andrew. Was tue ich? Was tue ich? Was tue ich? Sag hallo. 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 Hey. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Wir sehen uns später. Er geht mir glatt aus dem Weg. Ja, Andrew geht mir auch aus dem Weg. Na und? Das ist ja auch kein Wunder. Er hasst dich. Andrew hasst mich? Aber für Liebe. Für wen hält er sich? Andrew hasst mich. Andrew hasst mich. Andrew hasst Gehen mich. Gehen wir frühstücken, Maggie. Andrew hasst mich. Warte bitte. Alles in Ordnung bei euch, Mädels? Nicht im geringsten. Was ist passiert? Erzählt es mir. Man nennt mich neuerdings auch den Problemlöser. Liebe bringt nur Schwierigkeiten. Aber das alles hat auch was Gutes. Klar, weil es so schön ist, wenn es einem schlecht geht. Wenn die Liebe für uns ein Reinfall ist, ist sie es auch für unsere Eltern. Vielleicht kleben sie dann nicht mehr so aneinander. Ach kommt, ich finde, sie passen gut zusammen. Bei der Gala sah das vielleicht so aus. Nein, 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 ich meine eigentlich, dass sie jetzt gut zusammenpassen. Da. Hallo Mädels. Papa, musstest du nicht wieder los? Ja schon, aber ich dachte mir, schön in Ruhe zu frühstücken, bevor der nächste Flieger geht. Ist bestimmt besser als mit leeren Magen. Bis dann. Schön in Ruhe frühstücken? Bis dann? Das ist schrecklich. Eine Katastrophe. Lass das nur ein Albtraum sein. Ist es aber nicht. Und jetzt beweg dich, sonst kommen wir zu spät zum Unterricht. Ich unterschätze die Probleme vielleicht, aber sie ist noch schlimmer als ich. Sie versucht, sie zu verdrängen. Ich hingegen löse sie. Überlass das alles mir und sagt euren Problemen auf Wiedersehen, okay? Haben wir eine andere Wahl? Nein.